Schweres. Ich war der Vorsitzende der Darkcone Natural Love Association. Da ich mich nun vorbereiten muss, kann ich nicht länger der Vorsitzende sein. Bitte richtet ihn aus, dass ich zurücktrete. So, wo ist denn der Verein hier? Zum Bürgermeister müssen wir. Und ihr seht, 83%, wir sind gleich schon Level 64. So ein bisschen hier, ein bisschen rumfliegen. Wir sind gleich schon wieder Level Up, Freunde. Ihr seht, das geht einfach rucki zucki, ne? Also, wer hier manchmal sagt, er kommt hier nicht mehr hoch oder so, das ist gelogen. Stinknormal gelogen. Also ihr seht, wie schnell man einfach hochkommt heutzutage in dem Game. Früher war man froh, wenn man nach 3 Stunden Level ein paar Prozent hatte. So, jetzt gehen wir mal hier zu diesem Typen hier. Zu dem Bürgermeister. Oh, du bist der Abenteurer, von dem jeder spricht. Was machst du hier? Du bist hier wegen Ellen? Ich weiß, wer Ellen ist. Es ist der Vorsitzende unserer Versammlung. Was? Er tritt zurück? Das sind schlechte Nachrichten. Die Umwelt ist nur wegen ihm in diesem guten Zustand. Was soll nur daraus werden, wenn er nicht mehr da ist? Du hast recht. Jeder kann sich beteiligen und sich einsetzen. Es obliegt nicht nur einer Person. Aber kannst du mir... Ach ja, Flüff Music Festival Event heißt übrigens. Kannst du mir Abfallbehälter besorgen? Damit wir täglich Abfall entsorgen können, wenn ich jetzt schon wieder zu den Garbage-Spider muss, dann raste ich richtig aus. Captain Gab... Das gibt's doch gar nicht. Wieso müssen wir halt immer zu diesen scheiß Viechern, ey? Jetzt darf ich da hinten wieder hinfliegen, ey. Ey, Alter, ey. Ach ja, hier können wir gar nicht mehr buffen. Jetzt muss ich wieder zu den Captains, aber wenigstens sind da mehr von da. Waste Basket Anzahl. Ein Mülleimer, den ein Captain Garbage Spider auf dem Rücken trägt. Ich denke mal, die kriegen wir recht schnell. Und ihr seht, 90%. Wir können sogar wirklich in der Aufnahme locker noch 64 schaffen. Also recht übel, ne? Dann gehen wir sogar bald schon auf die 70 zu, meine Freunde, wenn ich dann auch noch ein bisschen Offscreen level und so, ne? Also da geht ordentlich was. Und bald bei 20 Facebook-Likes sind ja dann auch die Livestreams an der Reihe, Freunde. Und dann geht's ja auch mit Livestreams richtig los. Richtig los mit Livestreams, Mami. Ja. Auf jeden Fall geht's voran, meine Freunde. Das kann keiner sagen, dass es nicht vorangeht. Ich würde meine Let's Plays aber auch selber nicht mögen. Wenn ich nach 30 Parts immer noch dasselbe Level wäre, Freunde, und die ganze Zeit hier rumpimpern würde. Denn, wir wollen ja auch was vom Spiel sehen, Freunde, ne? Und ihr seht mal eben so jetzt wieder ein Level ab, ne? Wenn wir diese Levelgeschwindigkeit oder auch Offscreen so bis 100 oder so wenigstens durchziehen, dann ist das schon ganz gut. Und dann kommt ja nochmal der Master, ne? Und wir haben auf jeden Fall noch einiges vor uns, Freunde. Dungeons wollen wir auch noch machen. Ne, wir sind gerade bei Part, boah, ich weiß, ich habe keinen Plan, bei welchem Part wir sind. Aber wir müssten jetzt gerade, Moment, wenn ich mal kurz auf meine schlaue Uhr gucken kann. Ich kann jetzt gerade nur schätzen, wir müssten jetzt bei 85 sein. Wenn ich mich jetzt nicht total irre. So, wo sind denn die Captains? Small, hier müssen gleich die Captains, hier sind die Captains. So. Und buffen wir uns mal wieder durch. Buffpad raus. Ja, jetzt könnte ich zum Beispiel ein Beat einsetzen, Freunde, aber es lohnt nicht. Ganz ehrlich, ich rotze die Monster so weg, das wird sich jetzt nicht lohnen. Da kann ich die Beats lieber nachher aktivieren, wenn ich ordentlich level. Oder wenigstens eine Stunde level. Aber für eben 5 Monster killen, Freunde, muss ich keine Beats aktivieren. Weil das ist dann wieder Verschwendung, ne? Ah, ihr seht, die kriegen wir so schnell zusammen, ne? Ist ja unglaublich hier. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Lol. Ist ja ganz cool hier. Ihr seht, wir haben jetzt schon 4, 5, 5 Stück schon, Freunde. Wie sehen die eigentlich aus? Ach so. Waste Basket, lol. Die sehen ja lustig aus. Er ist ja auch irgendwie so pixelig, ne, Freunde. Gar keine gute Qualität. Nicht cool. Schlechte Qualität. Oh, haben wir da 2 auf einmal gedroppt? Was ist hier los? Ah ne, 1 war noch ein Quest-Item. Davon haben wir auch schon 49. 45 brauchen wir nur für die Quest. Dann haben wir schon wieder was wir der Gilde spenden können. Die mittlerweile auch schon Level 23 ist, Freunde. Dank eurer Unterstützung. So, das müsste letzte Monster sein. Genau.
So, und jetzt müssen wir wieder zu dem Bürgermeister, genau. Und F-Pieces haben wir auch wieder gedroppt. Die sind auch wieder am Start. Wunderschön, meine lieben Freunde. Wunderschön. So. Laufen wir wieder zu dem Bürgermeister von Darkon und bringen ihn unsere Waste Basket oder wie die auch immer ausgesprochen werden. Diesen englischen Begriff habe ich auch in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Ich muss da erstmal gucken nach der Aufnahme, ob es den überhaupt gibt. Danke. Wir werden unser Möglichstes tun, die Umwelt sauber zu halten. Ja, da sind wir auch schön Level up. Wir haben Elaines Rücktritt zur Kenntnis genommen, gehe ihm zu ihm zurück und berichte ihm. So, da können wir erstmal wieder SCR staten. Für die, die es noch nicht wissen, ich habe gestatet 43 Dex, 25 STA und XXX, also unendlich STR, meine Freunde. Also dazu gestatet. Ihr müsst halt von Grund auf diese Stats kommen. Das bedeutet, ihr statet 28 Dex, 10 STR und den Rest geht ihr auf STR. Das ist eigentlich ein relativ guter Bild. Ihr seht, ich gehe ganz gut ab und das würde auch mit NPC-Equip so sein. Also selbst mit dem schlechtesten Equip geht ihr mit diesem Bild immer noch besser ab als mit manchen anderen. Und ihr seht, Level 64 und wir nähern uns auch schon Level 65 und dann geht's auch schon in Richtung Level 70, meine Freunde. Sieht schon besser aus, Level 74 finde ich, sieht besser aus als 62 in der letzten Aufnahme, also dass wir in der letzten Aufnahme noch waren. So, jetzt müssen wir zu Elaine zurück und ihm berichten, dass sein Rücktritt akzeptiert wurde, quasi die Kündigung, ja, wenn man so will. Mich würde es auch gleich nicht mehr wundern, wenn die dann wieder sagen, die Quest ist hier vorbei und komm wieder, wenn du Level 70 bist. Wie die das auch schon die letzten Sachen immer gemacht haben. Komm wieder, wenn du Level 60 bist. Komm wieder, wenn du Level 50 bist. Komm wieder, wenn du Level 40 bist. Wenn du Level 30 bist. Wenn du Level 20 bist. Und so weiter und so fort. Und das war ja bis jetzt immer so. Also würde es mich echt nicht wundern, wenn die dann gleich wieder sagen, ich soll wiederkommen, wenn ich hier Level 70 bin. Ne? Würde mir auch nicht mehr wundern, Freunde. Würde mich nicht wundern. Ja, auf jeden Fall läuft bei uns momentan ganz gut. Ne? Hier haben wir noch Quests, die gell. Boah, ich glaube, welches Level sind die eigentlich nochmal, die Normals? 65, ach ja, genau. Also mit einem Level, dann haben wir ja auch wieder 20% drauf. Also, man tut, was man kann, Freunde. Also, geht eigentlich relativ schnell voran. Muss ich ehrlich sagen. Und genau, der Pot von letztem Mal hat sich übrigens auf Pot of Fail was gemacht. HP-Rate und Angriffskraft wird jetzt auch noch erhöht. Und ich meine, wenn ich den jetzt nochmal eine Stunde aktiviere, dann geht der auch nochmal richtig ab. Und die Ultras habe ich immer noch, genau wie hier noch die XR und hier nochmal die XR ab. Also Freunde, wir können auf jeden Fall in einem Livestream nochmal richtig Power leveln. Also so ist es nicht. Da kann man ordentlich reinhauen. Böse Jungen, die zerstören den Wald. Der Wald verdient das nicht. So, dann sprechen wir mal zum lieben Elaine. Was ist passiert? Schön, dass sie den Rücktritt ohne Verzögerung angenommen haben. Die Einwohner können die Umwelt auch ohne mich sauber halten. Wir sind zwar nun so weit, ich habe da aber noch eine Anfrage. Am Ende des Krieges bekam jeder von uns einen Anhänger als Zeichen unserer Zugehörigkeit. Diesen habe ich jedoch in Darkon 3 weggeschmissen, weil ich nicht länger ein Hero sein wollte. Kannst du nach dem Anhänger suchen? Es ist schon lange her, daher wird die Suche sicherlich nicht einfach werden. Da muss ich bis Darkon 3 fliegen, ey. Nautrip leben dort in der Nähe. Vielleicht haben sie den Anhänger. Toll, jetzt darf ich da hinten wieder hinfliegen. Obwohl... Ah, Freunde, wir haben die General Teleport Map. So, das heißt, wir können uns damit jetzt mal teleportieren. Zack. Und schon sind wir hier, meine Freunde. Ihr seht, die Map ist richtig geil, ne? Mega geil. Sonst hätte ich jetzt den ganzen Weg über Darkon 1 hier in der Stadt, kann ich euch kurz zeigen, hier fliegen müssen. Über Darkon 3. Hier rum, bis hier. Und so sind wir. Ich hoffe, ihr hört das Schnipsen. Mit einem Schnipser sind wir da. So, welche müssen wir killen? Die Normals oder was? Ja, no trippy. Die Normals sind am Start. Was ist das hier? Small. Hier ist der Monster-Spawn auch so groß. Das ist unglaublich, Freunde. Also so viele Monster habt ihr in eurem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ihr seht es vielleicht schon. Hier 1, 2, 3, 4 und dann ist auch schon gleich schon wieder Ende. Also wirklich, die volle Breitseite hier. Hier haben sie sich mit den Spawns wieder selber übertroffen.
So, Asmodeus noch reinhauen, wenn wir dann endlich mal genug HP, ach, MP wieder haben. So, wegrotzen, zack, 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 zack und zack, bist du weg. So schnell geht's. Der nächste bitte. Zack, 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 zack.